Es hat funktioniert. Ausgezeichnet. Offen, gehen wir runter. Seien Sie vorsichtig. Laut Ihrem Kollegen sind die Flints nicht mehr in Ihren Zellen. Wir wurden für Zwischenfälle wie diese ausgebildet. Und wir sind bewaffnet. Helfen wir Ihnen, Watson. Die Lage hat sich wieder normalisiert. Danke für Ihre Hilfe, Gentlemen. War uns ein Vergnügen. Aber wo ist O'Sullivan? Er ist nicht mehr da. Hat wahrscheinlich den Besuchereingang benutzt. Ja, und wahrscheinlich ist er erleichtert, dass er aus dem Untergeschoss rausgekommen ist. Gut, wir müssen jetzt alle Zellen überprüfen. Ist das Standardprozedere nach einem Alarm. Wir kommen mit und helfen Ihnen. Sie sind ganz offensichtlich ein Experte im Zeitverschwenden, mein werter Freund. Treffen wir uns am Eingang, wenn Sie fertig sind. Die Tür ist offen. Alarm! Alles in Ordnung. Er ist unter seiner Decke. Noch. Wie kann er bei dem ganzen Lärm nur schlafen? Zugegeben, normal ist das nicht. Vielleicht hat der Rauch ihn vergiftet. Ich sehe mir das lieber mal genauer an. Seien Sie vorsichtig, Doktor. Er ist gefährlich. O'Sullivan! Das ist unmöglich. Er war doch gerade eben noch bei uns. Oder aber, es war nicht O'Sullivan. Mein Gott, er ist geflohen. Der Rattentöter ist geflohen. Da sind Sie ja. Hans ist geflohen. Ich fürchte, diese Ermittlungen entpuppen sich für uns als bittere Niederlage. Ganz und gar nicht, mein lieber Freund. Im Gegenteil. Folgen Sie mir. Was zum Teufel machen wir hier bei der Gefängnismauer? Wir haben eine Verabredung, Watson. Sehen Sie, wer auf uns wartet. Schielmann, ich gehe zurück und alarmiere die Wärter. Nur die Ruhe, er ist harmlos. Aber was macht er hier? Warum ist er nicht weggelaufen? Weil ich ihn gebeten habe, es nicht zu tun. Wollen Sie damit sagen, dass Sie ihm geholfen haben zu fliehen? Kann man so sagen. Alleine hätte er es nicht geschafft. Aber wie? Und warum? Er ist ein gefährlicher Irrer. Holmes, Sie haben mich bei diesem Ausbruch zu einem Mittäter gemacht. Ich verlange eine Erklärung. Und die werden Sie bekommen. Aber zunächst muss ich unseren neuen Freund an einen sicheren Ort bringen. Es wird nicht lange dauern. Ich stoße später wieder zu Ihnen. Sagen Sie mir, wo ich Sie finden kann. Wie Sie meinen. Ich hoffe, Sie wissen, was Sie da tun. Zweifeln Sie etwa daran? Hier, nehmen Sie diese Notizen. Sie werden sich bestimmt als nützlich erweisen, wenn Sie Ihren Bericht über unseren Besuch im Westgate-Gefängnis schreiben. Also, wo finde ich Sie? Ich denke, es wäre wohl am besten, in die Baker Street zurückzukehren. Gut, wir sehen uns später dort.
also war das alles für die Katz? Sie haben nichts gefunden. Sherlock Holmes ist überhaupt nicht cool, finde ich. Ich glaube, ich mag ihn nicht. Schaut, was ich gefunden habe. Lass das. Wir mögen ihn zwar nicht, aber das muss nicht sein. Gib das zurück. Ist doch nur eine Puppe. Das ist der Speicher von Sherlock Holmes. Muss alles ihm gehört haben. Ich will wissen, wie es weitergeht. Lies weiter. Drei heiße Spuren und zwei Sackgassen. Der arme Neffe ist tot, aber Baines hat die Mörder des Bischofs. Jetzt fehlt nur noch der Hattentöter. Haben Sie ihn befragt? Nein. Darf ich fragen, wann Sie das zu tun gedenken? Sobald ich ihn gefunden habe. Was? Wollen Sie etwa damit sagen, dass er ein weiteres Mal entwischt ist? Ja, aber dieses Mal war es nicht Ihr Fehler und auch nicht meiner. Sie haben mich benutzt, Holmes. Ich habe unwissentlich einem der gefährlichsten Verbrecher des gesamten Königreichs zur Flucht verholfen. Also sagen Sie mir bitte, warum? Eine Erklärung würde nichts bringen, sondern nur zu weiteren sinnlosen Fragen führen. Haben Sie wenigstens irgendeinen Anhaltspunkt, wo er sich verstecken könnte? Vergessen Sie Hans Schielmann für den Moment, Watson. Vertrauen Sie einfach darauf, dass sich alles so fügen wird, wie es soll. Auf jeden Fall hat sich die Nachricht wie ein Lauffeuer verbreitet. Sehen Sie sich nur die Überschriften an. Alle Zeitungen berichten darüber. Und der Globe Explorer. Die Redakteure reiben sich sicher die Hände. Sollen die Hunde doch mit dem Rudel bellen, Watson. Aber wie konnte Farley so gut Bescheid wissen? Sehen Sie, er erwähnt sogar unseren Besuch in der Opiumhöhle mit allen Einzelheiten. Woher wusste er das alles? Lassen Sie mich mal sehen. Im Gegensatz zu Ihnen, Watson, glaube ich nicht, dass wir es hier mit Sackgassen zu tun haben. Uns fehlt einfach nur der Zusammenhang. Etwas oder jemand, wo alle Fäden zusammenlaufen. Und der mysteriöse Informant unseres Journalisten könnte dieser jemand sein. Sollen wir versuchen, seine Identität aufzudecken? Das ist zwingend erforderlich. Werfen wir einen Blick auf die Karte. Wir müssen mit Mr. Farley reden.